zweiten Teil der romantischen Lieder um die Liebe geht es mit vier Solo-Sopran-Stücken international zu. Du bist wie eine Blume von Franz Liszt. Ich liebe dich von dem Norweger Edvard Grieg. Nur wer die Sehnsucht kennt von dem russischen Komponisten Peter Tchaikovsky und aus Böhmen der Titel Rusalkas Lied an den Hof von Antonín Dvořák. Zuvor aber noch zwei Chorsätze. Der erste von Max Reger beginnt mit der Frage eines Jägers an ein Mädchen. Wie kommt's, dass du so traurig bist? Die Trauer des Mädchens hat der flirtbereite Forstwirt aus den Tränen in ihren Augen und aus ihrer mangelnden Lachbereitschaft messerscharf geschlossen. Als er nun auch noch erfährt, dass dieses Leid von ihrem Schatz verursacht worden ist, wagt er einen Annäherungsversuch. Vier Vorteile lassen seine Chancen günstig erscheinen. Erstens, seine physische Anwesenheit gegenüber dem abwesenden Schatz. Zweitens, der temporäre Groll des Mädchens gegen ihren Schatz. Drittens, seine angesehene Position als Jäger. Und viertens, sein schmuckes, grünes Jägerkleid. Wie groß muss daher seine Enttäuschung sein, als ihn das Mädchen abblitzen lässt. Doch im Gegensatz zum Knaben im Heimatlein respektiert der Jäger ohne Murren die Absage und zieht sich sogleich in den Wald zurück. Wahrscheinlich murmelt er beim Weggehen in seinem Bart, man wird ja doch mal fragen dürfen. Das zweite Vorlied, Ich sehe dich im Garten, könnte den Titel tragen Fenster auf Schwedisch. Doch während im Bayerischen der junge Mann die elterliche Kontrolle seiner Geliebten mit einem technischen Hilfsmittel, der Leiter, zu umgehen versucht, setzt das schwedische Mädchen auf eine strategische Lösung und rät ihrem Liebsten, der sich vom Garten aus nähert, warte, bis der Vater zur Arbeit aus dem Haus gegangen ist. Thank you.
Nun sind wir mit unserem Spaziergang durch die Musikepoche bereits in der Gegenwart angelangt. Wobei der Begriff Gegenwart natürlich dehnbar ist. Die beiden Beatles-Songs Yesterday und Michelle sind ja nun auch schon über 40 Jahre alt und so populär, dass sich eine Einführung oder Erläuterung erübrigt. Lassen Sie sich nun von dem Stück The Nightingale Sang in Burton Square entführen in die zauberhafte Atmosphäre eines Ortes, wo die Liebe gewissermaßen in der Luft liegt. Ein blauer Sommerabend, ein Abendessen im Hotel Ritz, Mondschein, zwei Verliebte, die sich küssen und wieder einmal eine singende Nachtigall. Es scheint eben Orte zu geben, wo es unmöglich ist, nicht verliebt zu sein. Mit dieser letzten Ansage darf ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden und hoffe, dass Ihnen unser Konzert gefallen hat und noch gefällt. Wir jedenfalls haben uns über Ihren so zahlreichen Besuch sehr gefreut. Vielleicht aber haben Sie durch diesen Besuch auch Ihren daheim gebliebenen Ehefrau und Männer bzw. Partner und Partnerinnen eine Freude bereitet, weil diese inzwischen ungestört das Mittagessen kochen konnten. Doch vor diesem kulinarischen Genuss wollen wir Ihnen abschließend noch einen kleinen Hörgenuss geben.